und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch meine Drachenfrucht vorstellen. Wie man sehen kann, sie hat auch hier schon eine Blüte. Ich bin mal gespannt, ob sie sich noch öffnet. Bisher sieht es ganz gut aus noch. Die Drachenfrucht hat eine Höhe von ca. 1,75. Ist gut verzweigt halt. Habe ich erstmal vorhin in einen größeren Topf umgepflanzt. Hier sieht man auch gleich, welche Sorte es ist. Ich blende später nachher nochmal ein, wie ich das Gestell unten im Topf gemacht habe, damit das auch hält mit den Dachlatten. Und dann werden wir mal schauen. Ich werde euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, sobald sich die Blüte öffnet oder noch größer wird, wächst. Werde ich auf jeden Fall noch Updates dann machen. Bin mal gespannt, wie lange es dauert. So, und hier haben wir unseren Granatapfelbaum, der jetzt anfängt, sich die Blätter verfärben, da er sich wahrscheinlich schon auf den Herbst einstellt. Hier kommt wahrscheinlich ein neuer Trieb. Buddy, Mila. Ja, der Baum ist ca. 1,80 groß. Der verliert jetzt im Herbst die Blätter. Die fallen alle ab. Und im Frühjahr treibt er dann wieder aus. Dadurch kann man den kühl überwintern. So um die 5 Grad. Und auch dunkel kann man den dann überwintern. Sollte gering, sparsam gießen, damit er nicht komplett austrocknet. Den habe ich auch erst dann vor kurzem umgetopft. War nur ein kleiner Topf drin. Und da habe ich eine Mischung aus Kokossubstrat genommen, ein etwas Komposterde und Perlite und Lava. Pleton meine ich. Und unten habe ich eine Schicht, eine Drainageschicht aus Pleton gemacht. Ja, ich werde den dann auch so um die 5, zwischen 5 und 10 Grad, denke ich, überwintern. Wahrscheinlich auch dunkel stellen dann, da er eh keine Blätter hat. Das war's von den Granatapfel. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert uns. Bis bald.